Vorsitzender des baden-württembergischen AfD-Schiedsgerichts, Quotenneger über Barack Obama. Die Bewaffnung der Grenzpolizei macht ja nur Sinn, wenn die Beamten auch die Erlaubnis haben, diese Waffen notfalls auch einzusetzen, um zu warnen, zu verletzen oder auch um zu töten. Und zwar von Markus Pretzel. Er ist nicht mehr in der Partei. Achso, danke. Ja, kann ja passieren, meine Güte. Ja, richtig gute Bilder. Bitte? Sind ja gute Bilder. Das kann mal Fehler auch. Meine Güte. Eine deutsche oder eine englische Fußballnationalmannschaft sind schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinne. Alexander Gauland, dazu meine Frage, wo ist denn hier eigentlich die Toilette? Eine Etage höher. Da kannst du mal kurz. Da kann man noch kurz. Ja, ich kotze über euch alle! Antifaschisten! Antifaschisten! Sebastian, wenn ich ganz kurz mal was. Ja, bitte, natürlich. Noch kurz dazu, während die Dame schon mal. Ja. Ich meine, wir werden sehr häufig damit konfrontiert, dass man irgendwo so ein Zitat nimmt. Ich meine, der erinnert euch vielleicht noch an die Sache mit Boateng und Gauland. Das war ein 90-minütiges Gespräch. Und dann wurde da so dieser eine Satz rausgenommen. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was relativ häufig passiert, dass man tatsächlich aus so einem ganz langen Redetext aus dem Zusammenhang raus dann wirklich so eine einzelne Zeile nimmt, die dann auch noch möglichst ungünstig interpretiert. Der könnte damit ja gemeint haben, das. Und dann daraus folgert, die AfD steht für. Und da kann ich einfach nur jedem sagen, Leute, wenn ihr wissen wollt, wofür wir stehen, dann guckt in unser Programm. Ihr habt relativ viele Zitate heute aus unserem Programm gehört. Das ist das, wofür wir stehen. Und dass der eine oder andere tatsächlich mal einen Satz sagt, den ich vielleicht auch nicht immer teilen würde, das kommt vor. Aber da würde ich schon dafür plädieren, lasst uns das im Zusammenhang betrachten. Und wenn es wirklich um die Inhalte geht, dann lasst uns vor allen Dingen unser Programm gucken. Ja? Danke. Hey, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Guten Hunger! Komm doch! Das ist der Abschiedsspruch, was wir machen. Ey, da hat man direkt 3000 Euro weniger. Ja. Jürgen, mein Name. Ich habe mal eine Frage an die Herren, die im Bundestag sitzen, ob sie mir mittlerweile sagen können, welche Qualifikation ein Bundesminister haben muss. Wenn ich sehe, dass eine Frau von der Leyen von heute auf morgen von Bundesfamilienminister zur Verteidigungsminister gemacht wurde, ich bin Gärtnermeister, vielleicht mache ich morgen mal Herztransplantateur oder so weiter. Also, ja, wie gesagt, das ist mir einfach unverständlich, wie sowas passieren kann, von dem Ressort zu dem Ressort. Braucht man da keine Qualifikation oder? Ja, was haben eure Kollegen von den Allparteien für Qualifikationen? In der Tat, formale Qualifikationsvoraussetzungen dafür gibt es nicht. Minister ist ein politisches Amt, das wird besetzt nach politischen Gesichtspunkten, wahrscheinlich häufig genug nach entsprechenden Verdiensten in der betreffenden Partei. Oder Gefolgschaftstreue, keine Ahnung, was auch immer da so zählt, um zum Minister gemacht zu werden von einer Partei. Das ist ein misslicher Zustand, in der Tat. Nun kann man sagen, naja, der Minister ist das politische Haupt des Ministeriums und die wirklich qualifizierte Fachleutearbeit wird von der Ministerialbürokratie im Hause gemacht, so mal als gedachten Idealzustand. Und der Minister muss nur in Anführungsstrichen die politischen Impulse in die fachlich qualifizierte Bürokratie hineingeben, damit die das dann fachlich hochwertig umsetzt. Könnte man so, wenn man sehr wohlwollend wäre, mal verstehen wollen. Das hat natürlich einen großen Pferdefuß, denn in dem Moment, wo der Minister weil die Ministerin von dem Fachlichen, was im eigenen Hause so vorgeht, eher weniger versteht, kehren sich die Machtverhältnisse auch schon mal um und das Haus und die zweite und dritte Reihe macht mit dem Minister, was sie will. Ja, das funktioniert also nicht immer so gut. In der Tat wäre es höchlich wünschenswert, wenn Minister auch fachlich von dem, was sie da tun, etwas verstünden. Ob es möglich wäre, jetzt mal so gedacht, das gesetzlich vorzuschreiben, schwierig. Also das Minister als
Mitglied der Regierung ist ein eminent politischer Posten und letztlich... Ja. Ist in jedem Berufszweig so oder in vielen, jemand, der selbstständig ist und ausbilden will oder für Leute verantwortlich haben muss, muss einen Meister haben oder so, also eine gewisse Art von Qualifikation sollte schon da sein. Auf Döner und auf diesem, scheißegal, was denkt er. Auf diesem Niveau doch garantiert. Und wenn man dann sieht, was mit der Bundeswehr los ist, dann braucht man sich nicht wundern. Also ich wundere mich interessant. Letztlich, wie gesagt, das ist ein politischer Job, der politisch vergeben wird und am Ende bewerten und sanktionieren politisch muss es dann der Wähler, je nachdem, also wenn eine Partei konsequent bei den Ministerien, die ihnen im Posten Schacher bei der Regierungsbildung so zugeschoben werden, ihr macht jetzt mal das Verteidigungsministerium, ihr macht das Wirtschaftsministerium und so weiter, man muss dann schon als Wähler hingucken, wie die Parteien die Ministerien, die sie danach zu besetzen haben, auch besetzen. Und wenn eine Partei konsequent Minister macht, die es nicht können, weil sie einfach fachlich keine Ahnung haben, naja, dann sollte das meiner Meinung nach ein ziemlich deutliches Argument sein, das man berücksichtigt bei seiner nächsten Wahlentscheidung. Und ich hoffe mal sehr und erwarte auch, dass wir, wenn wir selbst demnächst irgendwann in die Situation kommen, dass wir Minister bestimmen müssen, dass wir es dann besser machen. Da will ich gerne dran mitarbeiten, soweit das immer noch mal steht. Die jemanden den Minister anschickt, geht zunächst mal wohl davon aus, dass der oder diejenige das Amt auch ausfüllen kann. Gut, bei Frau von der Leyen hat das jetzt nicht so gut funktioniert, aber normalerweise probieren die das ja zumindest. Insofern, die müssen sich auch hinterher dann nach einer Wahl stellen. Viel schlimmer finde ich eigentlich, was dann hinterher passiert. Ihr habt vielleicht gehört, in Hessen gibt es den Schäfer-Gümbel. Der war dort lange Zeit SPD-Chef und Oppositionsführer. Hat es also in, ich weiß nicht, wie viel Wahlen natürlich nicht gewuppt, die SPD da aus dem Keller zu führen. Und ist jetzt ja sozusagen aus dem politischen Amt geschieden und ist jetzt bei einer mehr oder weniger Bundesbehörde, die irgendwo Entwicklungsarbeit koordiniert, Personalchef geworden. 200.000 Euro im Jahr. Also ich glaube, bei den Altparteien funktioniert das so, die faulen Äpfel fallen erst dann vom Baum, wenn da drunter ein weiches Körbchen steht. Ich glaube, es ist auch richtig, dass unser Professor Gerke, der Doktorvater von Ursula von der Leyen ist. Also wir haben selbst diese Leute bei uns in den Reihen. Ne? Das hat er selber erzählt. Hochspannend, also das ist die nächste Frage. Ja, mein Name ist Schulte Drucks. Ich habe mal eine Frage, die über die in den letzten Monaten, man kann leider sagen Jahren, sehr, sehr wenig gesprochen wurde bei der AfD. Und zwar die Frage der Islamisierung in Deutschland, die ja immer weiter zunimmt. Jeden Monat kommen so und so viele neue Nachzügler an Flüchtlingen. Die genauen Zahlen stehen schon gar nicht mehr in der Zeitung. Man spricht von 200.000, ich glaube pro Monat, ich keine Ahnung, oder pro Jahr. Da man weiß es nicht, man ist nicht informiert. Und wie denkt nun die AfD dazu, dem irgendwann mal Einhalt zu gebieten? Denn es ist wirklich eine Minute vor 12. Also wir hatten schon 2013 in unserem allerersten Bundestagsprogramm tatsächlich die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, und zwar einem Einwanderungsgesetz, das sich auch an unseren Interessen orientiert. Von den übrigen Parteien kam dann ganz schnell der Vorwurf, die haben dann ein ganz tolles Wort erfunden, Nützlichkeitsrassismus. Naja. Also gut, dann sind wir also Nützlichkeitsrassisten, weil wir eine Einwanderung wollen, die unserem Land nutzt. Und wenn man sich eben halt anschaut, welche Einwanderung hier nach Deutschland in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, dann muss man feststellen, wir haben eine ganze Menge Einwanderer prima integriert. Wir haben nur mit einer Gruppe extreme Schwierigkeiten. Das sind Zuwanderung aus dem türkisch-islamischen Raum, türkisch-arabischen Raum, islamischen Ländern. Und ich halte es für kolossalen Fehler, dass wir ausgerechnet aus diesem Raum, wo wir gemerkt haben, und nicht nur wir in Deutschland, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in Großbritannien, ist das genau die gleiche Kiste, genau die gleiche Gruppe macht dort die Probleme, dass wir genau aus diesem Bereich jetzt
alleine 2016 nochmal ungefähr 1 Million Menschen nach Deutschland geholt haben. Und das ist meiner Meinung nach ein total falscher Weg und da wenden wir uns klar dagegen. Wir möchten Einwanderungsgesetz, was auch den Namen verdient. Das sollte ein Gartentor sein und ein Gartentor braucht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich auch ein Zaun rechts und links daneben. Das heißt, das beste Einwanderungsgesetz nützt natürlich nichts, wenn wir die Grenzen offen lassen. Mein Name ist Uwe von der Bruderschaft Deutschland. Wir haben das gleiche Problem wie ihr. Wenn wir heute Abend rote Rosen hier verteilen, steht morgen in der Zeitung, wir haben braunen Rasen verlegt. Heute nur zum Thema Bundeswehr sagen. Ich bin auch ein alter Spreewähler, Stabskompanie Panzerbrigade 20 Iserlohn. Ich habe meinen Bruder, der letztes Jahr ausgeschieden ist, nach einer schweren Verletzung in Afghanistan. Wir haben vor 2 Wochen den Jahrestag von 6 toten Kameraden in Afghanistan, der medial überhaupt nicht aufgegriffen worden ist. Das zeigt eigentlich, dass die Bundeswehr keine Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung hat. Meine Grundfrage dazu ist, wie steht die AfD dazu, dass wir unsere Jungs aus Afghanistan zurückholen, weil am Hindukusch wird Deutschland nicht verteidigt. Das ist natürlich völlig richtig. Uns wurde ja immer unterstellt, wir wären Fundamentalopposition. Das ist auch im Bereich Sicherheit nicht der Fall. Das heißt, wir schauen uns schon die Auslandseinsätze der Bundeswehr sehr genau an und lehnen nicht pauschal alles ab. Denn es gibt da durchaus einige, die in einem gewissen Kosten-Nutzen-Rahmen, auch Risikorahmen liegen, wovon Deutschland tatsächlich Vorteile ziehen kann. Aber definitiv ist Afghanistan kein Fall davon, auch Mali nicht. Denn wir kritisieren natürlich immer, wir stürzen uns letztendlich in Auslandseinsätze, ohne eine entsprechende Strategie zu haben, ohne Meilensteine zu haben, an denen wir unseren Erfolg ermessen können. Oder wenn kein Erfolg ist, das Ganze dann sein zu lassen. Wir haben keine Ausstiegsstrategien, das heißt, wir wissen gar nicht, wann ist es mal gut, wann ziehen wir uns aus dem Land zurück. Das kostet nicht nur ein Vermögen, nein, Afghanistan beispielsweise kostete schon über 50 Kameraden das Leben, und das ist einfach was, was wir nicht hinnehmen wollen, wenn es nicht zum Vorteil tatsächlich Deutschlands auch ist, und dementsprechend fordern wir als einzige Partei tatsächlich auch den sofortigen Ausstieg aus dem Afghanistan-Einsatz, so wie aus Mali und anderen, und wir sagen, holt unsere Jungs nach Hause, die haben im Ausland nichts zu suchen, die sollen unser Land verteidigen, gegebenenfalls noch unser Bündnis, weil das uns allen nützt, aber damit hat sich das dann auch. So, hier ist die nächste Frage. Ich glaube, der junge Mann ist der Einzige, der durchgehalten hat von den Kollegen. Das ist auch noch da. Die beiden, das ist mein Applaus wert, finde ich. Die beiden sind da. Super. Ist noch nicht alles verloren. Hallo, Steffen Feller, mein Name. Ich gehöre keinem Bündnis an, aber ich bin einfach als interessierter Mensch hier. Und ich hatte mehrere Fragen. Zum einen, Sie sprachen da vorhin davon, die Bundeswehr aufzustocken und dass die Bundeswehr mehr Geld braucht. Das stimmt, die Bundeswehr ist komplett marode, aber trotzdem sprachen Sie gerade davon, dass wir uns dann aus Afghanistan und Mali zurückziehen sollen. Wenn wir ein so starkes Heer dann haben, wie Sie es praktisch fordern, dass 2024 203.000 Soldaten im deutschen Dienst stehen, wo sollen die alle hin? Sollen die alle wie in der Schweiz in ihren Kasernen versauern oder was sollen die machen? Ja, ich freue mich, dass zumindest einer zugehört hat. Das war ja endlich mal eine kompetente, qualifizierte Frage. Das ist tatsächlich so. Es sind jetzt nicht so viele Soldaten im reinen Auslandseinsatz. Man muss sich einmal vorstellen, wir haben in der Regel 3 Teile der Verwendung, eben den Grundbetrieb zu Hause, wir haben die Ausbildung, dann den Einsatz und die Rekonvaleszenz, also die Erholung. Das heißt, man hat da einen Wechselrhythmus. Also insgesamt sind nicht so viele Soldaten im Ausland, dass wir die hier nicht unterbringen könnten. Man muss sich aber immer vor Augen führen, dass wir ja wieder einsatzfähige Verbände aufbauen wollen. Das ist viel, viel Arbeit. Das ist das, was auch unsere Partner von uns erwarten und verlangen. Und letztendlich brauchen wir, und diese 203.000 Mann sind ja jetzt nicht wesentlich mehr, als wir jetzt schon haben, brauchen wir aber diese Truppenstärke mindestens, um die Anforderungen an unsere Verteidigungsfähigkeit zumindest aufzubauen. Wenn es nach uns ginge, würden wir sogar sagen, wir bräuchten eher noch ein paar mehr, aber man muss das ja auch immer politisch irgendwie durchsetzen können. Von daher habe ich da keine Sorgen, wenn wir ein paar Leute mehr einstellen. Es geht ja auch nicht um Aufrüstung, sondern tatsächlich um Ausrüstung. Denn die Bundeswehr, so wie sie jetzt ist, ist nicht einsatzbereit. Wir müssen da also unseren Soldaten...
Wir müssen unseren Soldaten das Handwerkszeug an die Hand geben, für die Sicherheit Deutschlands sorgen zu können, vollumfänglich. Und wenn wir das erstmal wiederhergestellt haben, dann können wir auch gucken, wie wir gegebenenfalls Teile der Bundeswehr zusammen mit unseren Partnern einsetzen, um im europäischen Rahmen, im Rahmen der NATO für Sicherheit und Freiheit sorgen zu können. Okay, vielen Dank. Weil übrigens nicht böse gemeint, ne? So wie Demokratie. Zumal, okay. Ich habe jetzt die Frage vergessen, Entschuldigung. Okay, wenn gleich noch was einfällt. Dahin ist die nächste Frage. Guten Abend, ich habe eine Frage zum Klimaschutz. Und zwar, in der Zeitung steht ja, dass in Düsseldorf Umweltspuren hier eingeführt werden. Weiterhin sehen wir jeden Freitag vor dem Landestag Schüler stehen, die skandieren, hopp, 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 Klimatop. Wie steht ihr? Arschloch. Ich habe Topf gehört. Ist auch egal, Klimastopp, egal. Wie steht die AfD zum Klimaschutz und wie steht die AfD zur eventuellen CO2-Abgabe und Abschaffung des Diesels? Danke. Dankeschön. Naja, das ist ja ein ganz grundlegendes Paradebeispiel dafür, wie Politik heutzutage in Deutschland gemacht wird oder zumindest auch dargestellt verkauft wird. Wir haben auf der einen Seite, Martin Renner, unser Kollege, sagt es neulich mal ganz zutreffend und kurz, die irrationale Linke und die rationale Rechte. Die Rechte im politischen System, das sind dann beispielsweise auch wir, aber auch andere konservative Kräfte, die dann versuchen mit Fakten, mit Zahlen, mit Argumenten zu arbeiten. Und auf der anderen Seite die Linke, und das betrifft weite Teile des Parteienspektrums bis hinein eben in die CDU und die FDP mittlerweile, die das nicht widerlegen können, nicht dagegen argumentieren, sondern mit Emotionen arbeiten. Und so ist es auch im Fall des sogenannten der Klimakrise, denn letztendlich, wir erleben zwar einen Klimawandel und das bestreitet auch die AfD nicht, wir bestreiten aber den menschgemachten Anteil daran. Und dementsprechend sagen wir, wenn man sich das allein aufs CO2 bezogen anguckt, mit dem Anteil, den Deutschland an der weltweiten künstlich, also von Menschen gemachten Emissionen von CO2 zu tun hat, können wir, selbst wenn wir hier in die Agrargesellschaft zurückkehren, in die Steinzeit, können wir hier gar nicht so viel CO2 einsparen, dass es überhaupt, wenn das denn tatsächlich zuträfe, einen messbaren Nutzen hätte für die Klimaveränderung. Wir sind auch nicht, wie vielfach gesagt wird, Klimaleugner. Niemand kann das Klima leugnen. Klima ist einfach und das ist immer da. Wir leugnen tatsächlich den menschgemachten Anteil daran. Und wenn man sich dann anguckt, dass Klima Greta hier in Deutschland auftritt und ihre Jünger findet und nicht in China, in USA, in Indien, den größten Emittenten von beispielsweise CO2. Da sollte sie ansetzen und nicht im kleinen Deutschland. Aber ja, wir lehnen auch die CO2-Steuer ab. Wir lehnen es auch ab, dass Schlüsselindustrien wie der Fahrzeugbau in Deutschland kaputt gemacht werden. Die modernen Diesel mit den modernen Abgasnormen produzieren längst nicht mehr die Schadstoffe, die das andere Fahrzeug vorher noch getan haben und sind dann sogar noch effektiver und CO2-bilanzgünstiger als Elektrofahrzeuge. Sie sehen also, hier wird Ideologie betrieben, hier wird ideologische Politik gemacht zu Lasten aller Bürger. Sie alle müssen das ausbaden, indem sie ihren Diesel nicht mehr fahren dürfen. Ich muss meinen letzten abgeben, jetzt darf ich den nächsten abgeben, wenn da die Fahrverbote im Juli in Berlin eintreten bei mir vor der Haustür. Das ist natürlich völliger Humbug. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich könnte mir das vielleicht noch leisten, ein neues Fahrzeug zu kaufen, was diesen Anforderungen entspricht. Das können aber Millionen Deutsche nicht. Dementsprechend sind wir da natürlich dagegen. Wir sind dagegen, die deutsche Autoindustrie kaputt zu machen, Millionen Arbeitsplätze auch in der Zulieferindustrie zu ruinieren. Also wir unterwerfen uns hier letztendlich einem ideologischen und auf der anderen Seite Handelskrieg gegen die Kernteile der deutschen Industrie, der weltweit und von auch anderen Autokonzernen gegen Deutschland geführt wird. Und wir sind die einzige Partei, die das aufhalten und verhindern will. Dementsprechend, wer sein Auto liebt, der wählt uns. Und wenn man das dann auch im Bundestag erzählt oder in Diskussionen, kommt dann ganz häufig: Ach, ihr seid gegen Umweltschutz. Nee, genau das sind wir nicht. Wir sind für Umweltschutz. Aber das, was heute unter Kampf gegen den Klimawandel passiert, hat ja mit Umweltschutz nichts zu tun. Und sich vorstellen, da werden dann irgendwelche Schneisen in Wälder geschlagen, da werden dann Windräder in wunderschöne Waldlandschaften hineingesetzt. Diese Windkraftanlagen schreddern dann Vögel und Insekten. Dann haben sie
Elektroautos, die brauchen Lithium, um diese Batterien bauen zu können. Lesen Sie mal im Internet nach, wie Lithium gewonnen wird. Das ist extrem umweltschädlich. In Südamerika werden da also ganze Landstriche im wahrsten Sinne des Wortes verwüstet. Das, was wir heute unter dem Label Klimaschutz sehen an politischen Maßnahmen, ist so ziemlich genau das Gegenteil von Umweltschutz. Das heißt, wir sind die Umweltschützer und nicht die Grünen. Jawohl! Frage wieder eingefallen? Nein, jetzt zum Neuen. Zum einen an den Herrn da hinten. Hopp, 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 Kohlestopp ist der Spruch, nicht Klimatopp. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, so ist der Spruch normal. Und zum einen, Sie sprachen gerade von den Greta-Jüngern und dass Greta doch nach Indien oder Asien gehen soll. Oder Amerika gehen soll. Zum einen, ja, Greta Thunberg war jetzt in Hamburg, war sie jetzt vor, ich glaube, einem Monat etwa. Und das, was sie da betreibt, ist Klimaschutz. Und das hat angefangen. Und so wird diese Nachricht, die sie verbreiten möchte, wird verbreitet. Ich glaube, jeder Mensch, fast jeder Mensch der Welt hat schon von den Protesten gehört, hat davon gehört, was es bewirken soll. Und alles gut. Und wenn dadurch der Protest weitergemacht wird. Freitags stehen wir teilweise mit mehreren hundert Menschen vorm Landtag und letztendlich wird oft von Politikern, die dann rauskommen, einige finden super, andere sagen, nein, das sowas brauchen wir nicht. Und viele in der AfD sagen ja, nein, Greta, das ist sowas brauchen wir nicht, das ist totaler Humbug und es ist Sachen, die man einfach nicht haben möchte, teilweise sagen viele auch. Und doch gibt es Leute, die dadurch bewegt werden und die sich dadurch für den Klimaschutz interessieren. Und auch Sie sprachen gerade davon, dass Sie für den Klimaschutz seien. Für den Umweltschutz, gut. Und auch vom menschgemachten Klimawandel. Ja, der Anteil dann ist in Deutschland relativ gering. Und doch gibt es ihn. Und auch der kann noch reduziert werden. Und wie haben Sie vor, diesen zu reduzieren, wenn Sie dann für den Schutz stehen der Umwelt? Ja, da habe ich mich vielleicht, das muss man als Politiker freundlicherweise mal voraussetzen, missverständlich ausgedrückt. Wir glauben nicht, dass wir das reduzieren müssten, denn der Anteil ist tatsächlich dermaßen gering. Wir müssten unsere komplette Industrie, unser privates Leben, unsere Gesellschaften, unsere Landwirtschaft komplett dekarbonisieren. Also jeglichen CO2-Ausstoß streichen in Deutschland. Also ein Rückfall in die Steinzeit oder noch davor. Und das würde eine nicht messbare Auswirkung auf das Weltklima haben. Das würde also unser aller Leben hier komplett von dem trennen, was wir bislang kennen. Es würde Billionen kosten, den Wirtschaftsstandort Deutschland, die wirtschaftliche Grundlage für unsere aller Existenz vernichten und hätte keinen messbaren Effekt. Und dann kann ich mich doch nur fragen, wer fordert sowas und wie schlau ist das? Ja. Nächste Frage. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Markus, Gründer der Freien Aktivisten Nordrhein-Westfalen. Ich unterstütze heute auch der AfD. Ich bin auch AfD-Mitglied. Und meine Frage ist heute, wie stehen Sie zu Artikel 13? Ich meine, das wird immer wieder mal angesprochen. Das ist ja auch ein Beschluss jetzt. Aber trotzdem kann man dagegen hervorgehen. Was hat die AfD jetzt da gegen im Bundestag gemacht und welche Anträge wurden seitens der AfD, ich bekomme das nicht alles mit, aber was wurde da gestellt, Anträge? Also grundsätzlich kann man sagen, das ist natürlich immer die Erwartungshaltung an so einen MdB, der kann zu allem was sagen. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten ja auch so vorgemacht bekommen. Man sieht immer wieder, wie Journalisten zu irgendeinem MdB hinrennen und ihm eine Frage stellen und dieser MdB wollte sich keine Blöße geben und hat dann irgendwas von sich gegeben, ob es nun Sinn macht oder nicht, ob er informiert war oder nicht. Er hat Dünnes erzählt, wenn es sein musste. Hauptsache, es kam irgendwie souverän rüber. Und ich glaube, da wir das anders machen wollen, können
wir, weil keiner von uns jetzt irgendwie Digitalpolitiker ist, da keine fundierte Aussage zu machen, außer dem, was natürlich auch durch die Medien kolportiert wurde, dass wir das im Großen und Ganzen mit diesem Upload-Filter, so wie er intendiert ist, natürlich nicht gutheißen, weil wir darin ja auch die Befürchtung sehen, dass es eine Art Zensur ist, dass dann die freie Meinungsverbreitung auch im Internet beschnitten werden soll. Und dementsprechend haben wir uns auch im Bundestag dagegen eingesetzt, aber genaueres kann uns vielleicht Fabian sagen. Naja, also es ist auch nicht wirklich mein Leib- und Magenthema, aber in der Tat war ja die rechtstechnische Situation zuletzt, dass es um EU-Gesetzgebung geht, also mal wieder was, was von außen uns übergestülpt wird, wo wir letztlich als Deutscher Bundestag eigentlich de facto wenig bis nichts zu entscheiden haben. Es wird anderswo außerhalb von Deutschland entschieden, woran aber unsere Regierung, nicht unser Parlament, aber unsere Regierung durchaus mitwirkt. Und wenn ich es nicht völlig falsch verfolgt habe, war es in der Tat so, dass zum Zustandekommen dieser EU-Gesetzgebung, die jetzt passiert ist, es tatsächlich auf das Votum unserer Bundesregierung wesentlich ankam. Denn wenn die dagegen gestimmt hätte, wäre es so nicht passiert. Und das ist dann auch der einzige Punkt, an dem der Deutsche Bundestag überhaupt noch Einfluss theoretisch nehmen kann auf das, was da aus Brüssel auf uns herabregnet, ja, indem der Deutsche Bundestag sich nämlich hinstellt und sagt, du, Bundesregierung, vertritt gefälligst in Brüssel folgende Position und stimm in folgendem Sinne ab. So, und ich bin mir doch relativ sicher, dass wir genau das auch im Bundestag beantragt haben, dass der Bundestag die Bundesregierung anweisen möge, in Brüssel dagegen zu stimmen. Und wie das dann ausgegangen ist, ja, ist bekannt. Also der Deutsche Bundestag könnte theoretisch mit Mehrheit da noch dazwischen gehen an der Stelle, zumindest was die Bundesregierung angeht, wenn es auf die mal ankommt, hat aber nichts genutzt, weil die Mehrheit auch im Bundestag da nicht dazwischen gehen wollte. Das ist alles eine Frage von Mehrheiten. Also das Wenige, was wir als Deutscher Bundestag überhaupt in Brüssel noch bewegen können, setzt halt eben auch eine Mehrheit im Bundestag voraus. Ne? Wenn wir die mal haben, um da entsprechend auf die Bremse zu treten, wo es nötig ist, dann lässt sich auch ein bisschen was bremsen in Brüssel. Ohne Mehrheit auch nur im Bundestag. Ja. Ist es Symbolpolitik, ja? Dass man die Alternativen aufzeigt, dass man die Anträge stellt, ja? Nach dem Motto, um zu zeigen, ja, da ist jemand, der das anders sieht und der dafür plädiert, da die Stopptaste zu drücken. Und dann entscheidet es halt die Mehrheit im Bundestag. Und die hat das anders gesehen. Die war dabei. Eine Nachfrage dazu? Ja, eigentlich haben sie dann alles beantwortet, aber ich hatte noch eine Frage. Sie hatten vorhin über dann Umwelt gesprochen. Was ist denn eigentlich, man hört das nicht von der AfD, aber was ist eigentlich mit dem G5? Das soll jetzt ja gemacht werden. Wir haben ja 4G, wo ist es richtig, jetzt haben wir 5G. Dafür werden ja Wälder abgeholzt und man müsste ja, wenn man das jetzt macht, um das alles in jeder Stadt zu machen, müsste man ja alle 100 Meter, müsste man so einen Mast setzen. Aber das ist ja auch für uns Menschen, das macht das krank. Und auch die Tiere, es gibt schon viele Städte, wo die Tiere drin sterben. Und ich finde, da sollte die AfD noch viel, viel mehr Druck machen, dass das genau nicht passiert, weil auch Tiere haben auch ein Recht zu leben. Danke. Also ich bin in zwei Ausschüssen, eines der für Arbeit und Soziales, der andere ist der Gesundheitsausschuss und genau da haben wir dieses Thema auch schon aufgegriffen. Ich meine, wir haben da jetzt gerade eine kleine Anfrage zu dem Thema in Arbeit. Rein technisch ist es tatsächlich so, dass bei 5G gegenüber den bisherigen Standards die Sendeleistung nochmal deutlich runtergeht. Das heißt also, wenn ich das Handy tatsächlich am Ohr habe, das dann in 5G sendet, ist das eigentlich weniger Belastung für den Körper als jetzt mit den bisherigen Standards. Und weil die Sendeleistung so gering ist, braucht man dann eben halt auch mehr Sender. Die sind dann aber insgesamt oder jeder von denen ist dann für sich aber auch wieder schwächer. Vorher hatte man also weniger, wesentlich stärkere Sender und heute hat man wesentlich mehr in Summe, einzeln aber auch in Summe wesentlich schwächere Sender. Aber ich bin da jetzt wirklich auch kein Experte dazu, nur das soweit weiß ich. Wir gehen dem Ganzen nach, werden das kritisch begleiten und klar, wenn da irgendwelche Verdachtsmomente bestehen, dann müssen die natürlich ausgeräumt werden. Super. Ja, geht wahrscheinlich so ein bisschen in den wirtschaftlichen Bereich, Richtung auch Grundeinkommen. Wir leben ja aktuell vielleicht leider in einem kapitalistischen System, was auch viele Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel die Ausklaffung zwischen Arm und Reich. Da geht ja die Schere immer weiter auseinander.
Und dahingehend vielleicht meine Frage, gibt es in der AfD auch Bestrebungen oder vielleicht eine einzelne Gruppierung, die vielleicht auch ein alternatives Geldsystem im Auge hat, vielleicht auch eine Alternative zu unserem aktuellen kapitalistischen System, was vielleicht nicht diese extrem negativen Auswüchse mit sich bringt? Also ich betrachte die Bundesrepublik Deutschland nicht als ein kapitalistisches Land, sondern es ist ein Land, das eine freie soziale Marktwirtschaft hat, die in vielen Bereichen leider ausgehebelt wurde. Wir haben heute einen sehr hohen Staatsanteil. Den, denke ich mir, sollten wir zurückfahren. Aber ich denke schon, dass wir tatsächlich Arbeitsverhältnisse auch wirklich weiterhin gesetzlich regeln müssen. Da stehen wir klar dazu und wann immer wir dort auch irgendwelche Anträge im Ausschuss für Arbeit und Soziales behandeln oder diskutieren, das ist also wirklich eine ganz klare Linie, die wir da haben. Wir wollen hier keinen Raubtierkapitalismus in Deutschland, definitiv nicht, sondern wir wollen eigentlich eher wieder zurückkehren zu der sozialen Marktwirtschaft eines Ludwig Erhard. Wir haben jetzt gerade ein Thema in Bearbeitung, was darauf hinausläuft, dass wir gerade Geringverdiener bei den sozialen Abgaben deutlich entlasten wollen, um das, was ich kurz eben auch anfangs darstellte, dass heute jemand, der zum Mindestlohn arbeitet, kaum mehr in der Tasche hat als ein Hartz-IV-Empfänger, und hier tatsächlich den Menschen, die wirklich jeden Morgen aufstehen, für 9 Euro und ein paar zerquetschte Bruttostundenlohn, 40 Stunden arbeiten, dass die am Monatsende tatsächlich wirklich mehr in der Tasche haben, als derjenige, der immer nicht arbeiten geht. Da sind wir dabei, das gerade vorzubereiten. Das wird in der nächsten Sitzungswoche dann auch Thema im Bundestag sein. Gucken Sie einfach mal rein. Ich denke mir, das wird ein bisschen schon in Ihre Richtung gehen.